Video geht es um das Cyber 2 Turnier. Das erste verlinke ich euch hier oben auf jeden Fall nochmal. Das Cyber 2 Turnier lief leider nicht so gut, aber dafür war es bei der Glim ja viel, viel besser. Und die Glim-Videos verlinke ich euch hier oben auch nochmal. So, als erstes habe ich gegrüßt und dann sollten wir mit dem Pferd an der Hand traben. Das hat leider nicht so gut funktioniert, da hat er sich mega gegen gewehrt. Also das fand er nicht so lustig, er wollte das einfach nicht. Das nächste Mal machen wir das, wo er noch eine Begrenzung hat, also wo er noch eine Wand hat oder einen Zaun, dass er da nicht ausbüchsen kann. Die zweite Aufgabe, sondern noch Teil der ersten Aufgabe, dann das Aufsteigen. Dazu habe ich mir diese Naturaufsteighilfe genommen. Und das hat er richtig super gemacht. Da ist er ganz brav stehen geblieben, was im Training eher nicht so gut funktioniert hat. Aber dafür war es dann in der Prüfung besser. Dafür hat beim Training irgendwie das Traben besser geklappt. Naja. Hat sich zwar einmal weggedreht, aber sonst war das Aufsteigen richtig schön. Er ist brav stehen geblieben, bis ich ihm gesagt habe, wann er losgehen soll. Und ich habe beim Traben vergessen, die Steckbügel hochzumachen. Upsala. Naja, dann ging es auch schon weiter mit der zweiten Aufgabe. Da mussten wir unter einer 1,80 hohen Stange durchreiten. Da musste ich mich bücken, weil wir ein bisschen riesig dafür waren. Aber das hat er richtig toll gemacht. Auch alles gar kein Problem. Dann die Aufgabe 3 war das Slalom. Im Tölt oder Trab durchreiten. Der hat bei der Glim, weil da mussten wir es genau so machen, nur halt mit einer Hand. Der war bei der Glim viel besser als beim Cyber 2 jetzt. Obwohl wir beim Cyber 2 mit beiden Händen geritten sind oder reiten sollten. Naja, man verbessert sich ja auch von Mal zu Mal. Und beim nächsten Mal wird es vielleicht noch besser. Beim Slalom mussten wir hin und zurück. Da sind wir erstmal getötet. Und dann sind wir so halb in den Schritt gefallen. Da ist es dann leider einmal gestolpert, aber alles kein Problem. Und dann leider nochmal in den Schritt gefallen. Es war sowieso nicht ganz so gut. Naja, wir üben noch. Die vierte Aufgabe war dann das Schenkelweichen. Und zum Schenkelweichen muss ich auf jeden Fall sagen, dass wir das erst irgendwie 2 oder 3 Tage vorher angefangen haben zu üben. Das Schenkelweichen hat er für dieses sehr wenige Training, was wir dann davor hatten, mit Schenkelweichen richtig toll gemacht. Und da wir Schenkelweichen auf der Glim nochmal machen mussten, haben wir es bis dahin natürlich auch geübt. Da war es aber schon viel, viel besser. Und das Schenkelweichen da hat nicht so ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, wir hatten erst 2 oder 3 Tage geübt und davor das noch nie gemacht zusammen. Und ich bin davor noch nie seitwärts geritten. Zumindest nicht mit Absicht. Naja.
Nächste Aufgabe war dann über eine Plane reiten und beziehungsweise über Matten reiten. Wir hatten aber keine Matten, deswegen haben wir eine Plane genommen und dann auf der letzten Plane stehen bleiben. Es gab eine bestimmte Länge, also wie lang diese Plan bzw. Matten sein sollten. Und auch das hat er richtig toll gemacht. Und danach kam auch schon der Ball. Den Ball habt ihr in meinem einem Gym-Video gesehen, wo ich den Trail-Parcours erklärt habe. Und da lagen die Stangen viel zu weit auseinander. Eigentlich hätten da die Stangen noch weiter aneinander liegen sollen. Weil so ist er immer dran vorbeigelaufen. Was dann auf der Gym aber auch besser geklappt hat. Es war zwar nicht perfekt und wir mussten es nochmal machen, aber es hat schon besser funktioniert. Wir hatten 3 Versuche. Also wenn es beim ersten Mal nicht klappt, noch einen zweiten. Wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, noch einen dritten. Und wenn es beim dritten Mal nicht klappt, hast du halt Pech gehabt. Leider haben wir alle 3 Versuche verhauen. Naja, nicht so schlimm. Wir üben das einfach noch weiter. So, die nächste Aufgabe war dann auch schon eine Vorhandwendung. Da hat er sich ein bisschen gewehrt und die konnten wir auch noch nicht so lange. Die hatten wir zwar schon früher angefangen als die, als das Seitwärtsgehen, aber es war halt auch noch nicht perfekt und es ist jetzt auch noch nicht perfekt, aber es funktioniert jetzt schon wesentlich besser. Und dann kam die letzte Aufgabe. Dismount und Mount Horse, also absteigen und wieder aufsteigen. Da musste man nur absteigen auf ein Cavaletti, drüber laufen und das Pferd mit bis zum anderen Ende mitnehmen und dann auf der anderen Seite wieder aufsteigen. Da hat er super mitgemacht und ist nicht im schnellen Schritt gleich losgelaufen, sondern hat jeden Schritt langsam mit mir gemacht. Das fand ich richtig cool von ihm. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass wenn ich auf diesem Kreuzen da stehe, dass das Cavaletti dann umkippt. Und wo wir gerade bei Cavaletti sind, hier oben verlinke ich euch das Pferdebuchstaben C Cavaletti Video. Ganz schön viele Videos, die ich heute verlinke. Und da habe ich dann auch wieder vergessen, die Steckbügel umzuklappen. Hups. Naja, Videos sind ja auch dazu da, um die Fehler im Nachhinein zu erkennen. Dann war die Prüfung auch schon vorbei. Und dann ging es an die Materialprüfung. Dann habe ich noch per E-Mail meine Einzelnoten bekommen und die Kommentare von den Richtern. Es sind einige Tipps dabei, beziehungsweise Aussagen dabei, die meine Reitlehrerin auch gesagt hat, beziehungsweise gesagt hätte. Und ich finde das cool, dass sie bei den Cyberturnieren einfach dieses Feedback nochmal für jeden Reiter besser geben können, als jetzt zum Beispiel auf einem Qualitag oder so. Denn da schreiben sie auch was zu. Und das ist für mich dann halt einfach nochmal so, was kann ich beim nächsten Mal verbessern und warum haben die mir jetzt so eine schlechte Note auf die Aufgabe gegeben, obwohl es für mich in meinen Augen eigentlich gut war. Naja. Ich bin nicht so zufrieden damit, aber es war ganz okay. Es war nur ein Qualitag und die Qualifikation habe ich damit nicht geschafft. Aber dann ja mit einem anderen Turnier und zwar mit dem Turnier in Bad Münder. Das Video verlinke ich euch auch mal hier oben. Und das war es dann auch schon wieder mit meinem Video vom Cyber 2. Das Cyber 2 ist jetzt zwar schon länger her, aber ich habe es jetzt leider erst geschafft, das zusammenzuschneiden und jetzt nochmal das hier mit dran aufzunehmen. Und mit reinzuschneiden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Turniervideos sehen wollt. Und abonniert auch meinen Kanal, um Juni und mich weiter in meinem Leben zu verfolgen. Aktiviert die Glocke. Tschüss!